Servus und herzlich willkommen bei meinem Kanal. Ich zeige dir heute, wie du Nudeln selber machst. Wahrscheinlich hat jeder zweite Haushalt so eine Nudelmaschine im Keller stehen und die staubt dort vor sich hin. Aber bitte hol sie hervor, weil selbstgemachte Nudeln schmecken unübertrefflich gut. Ich weiß ja genau, dass einige von euch nur wegen des Weintipps am Schluss zuschauen. Und so viel sei schon mal verraten, es gibt heute einen Rotwein aus der Toskana. Das Nudelmachen ist wirklich nicht kompliziert. Es gibt ein paar Dinge, die du beachten musst. Ganz wesentlich ist die Wahl des richtigen Mehles. Ich schreibe dir unten in die Infobox rein, welche Sorten du verwenden kannst. Das ist ja ein bisschen kompliziert mit Deutschland, Österreich, verschiedene Nummern. Ich habe hier ein italienisches, das ist Tipo 00. Bei dem weiß ich, dass es ausgezeichnet funktioniert. Also du brauchst einmal pro 100 Gramm Mehl ein Ei. Ich mache jetzt Nudeln aus 200 Gramm Mehl. Was auch noch wichtig ist, den Nudelteig bitte nicht salzen und Ei und Mehl sollten nicht eiskalt sein. Also vorher die Eier aus dem Kühlschrank nehmen, dass das gut temperiert ist. So, Schurz brauche ich auch noch. Jetzt machen wir den Teig. Keine Angst vor dem Nudelteig, lautet die Devise. So ein Nudelholz ist natürlich sehr praktisch, also Nudelbrett, kein Nudelholz. Nudelholz ist was anderes. Also die Eier in die Mitte. Eins. Weg damit. Und das zweite. Upsa. Und ich mache das jetzt so, ich vermische das erstmal mit einer Gabel. So ein bisschen durchbarzen. Die Eier sind relativ groß, kann sein, dass das zu nass wird, dann muss man halt nur ein bisschen Mehl zugeben. Das sieht man dann. Der Teig muss glatt und elastisch werden. Heute rede ich wieder gescheit daher, ha? Aber ich habe das schon so oft gemacht. Das ist ja witzig, das ist diese Nudelmaschine da hinten, das ist schon unsere vierte, weil ich glaube, dass diese Nudelmaschinen gar nicht für den Gebrauch hergestellt werden, sondern das ist halt, jeder macht es halt einmal und dann hat man es einmal gemacht und dann landet es wieder im Keller und wenn man das dann regelmäßig macht, dann gehen die Maschinen kaputt. Die ist super. So, und jetzt wird das Ganze geknetet. Bis das ein wirklich schöner, glatter, elastischer Teig wird, der nicht an den Händen klebt. Schaut mal, jetzt ist der Teig schon relativ glatt und elastisch. Ich habe aber das Gefühl, dass er nur ein bisschen zu nass ist. Ich arbeite noch ein bisschen Mehl ein. Und solltest du das Gefühl haben, dass dein Teig zu hart ist, wenn er so bröselt, kannst gern nur ein paar Tropfen Wasser dazugeben. Du kannst aus diesem Teig natürlich auch Ravioli machen. Ich blende dir hier oben ein ganz ausgezeichnetes Rezept dazu ein. Wir brauchen ein kleines Stückchen Teig und das lässt du mal bei Stufe 0 durchfalten, nochmal durchlassen. Das wiederholst du ein paar Mal. So, einmal noch. Und dann gehen wir stufenweise immer dünner. Einfach immer den Teig durchlassen, eine Stufe hochschalten, bis du bei der gewünschten Stärke der Teigplatte angelangt bist. Ich mache es heute gar nicht zu dünn, weil wir haben nämlich einen Trüffel. Und da schmecken mir die Tagliatelle, ich mache Tagliatelle, ein bisschen stärker, fast besser dazu. Also ich gehe jetzt nur bis Stärke 6 und dann schneide ich schon. Genau. Wieder oben einfädeln und dann kommen unten gleich die Nudeln raus. Schaut's mal.
Super ist natürlich, wenn man jemanden hat, der die Nudeln auffängt. Und das ist halt auch eine Beschäftigung, die Kinder extrem Spaß macht. Und schaut mal, ich mache da gerne aus diesen Nudeln. So, kannst du mir das kurz halten, bitte? Danke, ich habe leider nur zwei Hände. Mache ich so Nester. Das mache ich dann, wenn ich die Nudeln auf Vorrat mache und ansonsten hänge ich sie auf einer Wäscheleine in der Wohnung auf. Das sieht auch einfach total toll aus. Die Nudeln bitte al dente garen und das Nudelwasser bitte tüchtig salzen, weil ja in die Nudeln kein Salz drin ist. Und du musst einfach schauen, wie lange die brauchen. Ich glaube, meine werden in etwa so in 3 Minuten fertig sein. Jetzt kommt noch ein bisschen Olivenöl drüber. Und wie vorher schon erwähnt, wir haben Trüffel. Das ist natürlich ein Festschmaus sondergleich. Und ich glaube, ein Basilikumblatt kommt auch noch drauf. Parmesan, natürlich. Und dann machen wir gleich den Wein auf und dann können wir schon loslegen. Bitteschön. Also, es gibt den Poggio Badiola von Castello di Fontirutoli, das ist die Familie Mazzei aus der Toskana. Auch die Ortschaft dort heißt Fontirutoli, war ich schon mal dort. Ist ganz herrlich dort. Und dieser Wein, das ist einfach so ein richtiger Allrounder. Der passt solo wunderbar, ist ein super Speisenbegleiter, ist eine Cuvée aus Sangiovese, Merlot und Petit Verdot. Was gibt es Besseres als einen Teller voller Nudeln und ein Glas Rotwein und gute Gesellschaft? Kirschig, bisschen Pfeffer, bisschen Wacholder. Und am Gaumen so schön saftig mit einer feinen Tanninstruktur. Und jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wie die Nudeln geworden sind. Ah. Ich bin immer so stolz auf selbstgemachte Nudeln und man kommt sich dann immer so wie ein Profikoch vor oder wie. Ja, es ist einfach ein gutes Gefühl. Es schmeckt einfach so gut. Und dass der Wein dazu passt, das habe ich ja schon gewusst. Die Kombination esse und trinke ich ja nicht zum ersten Mal. So, jetzt wünsche ich euch gutes Gelingen. Probiert die Nudelmaschine wirklich aus. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.